Das ist Jenny. Sie ist 24 und hat vor Jahren mal einen EFZ-Abschluss gemacht. Sie arbeitet nach wie vor auf ihrem Beruf. Aber ihren Job macht sie nicht wirklich happy. Sie arbeitet einfach, um die Rechnungen zu zahlen. Sie will gerne etwas machen, wo sie mit Menschen unterwegs ist, wo sie etwas bewirken in der Welt und Gutes tun kann. Und so liegt sie am Abend einfach erschöpft vom Alltag und auch frustriert auf ihrem Sofa und mag nichts anderes machen als Netflix, bis ihr die Augen zugehen. Manchmal geht sie am Wochenende in den Ausgang. Aber die fröhlichen Leute dort nerven sie mehr, als dass sie ihr wirklich gut tut. Sie trinkt gerne einen über den Durst. Sie mag nicht mal tanzen oder über Belangloses reden, schon gar nicht. Ihre Zukunft beschäftigt sie einfach viel zu fest. Sie will etwas aus ihrem Leben machen, weiss aber nicht genau, wie sie das angehen soll. Das spricht sie der Team an. Irgendetwas an ihm fasziniert sie gerade von Anfang an. Vielleicht, dass er gerade gemerkt hat, dass es ihr nicht gut geht. So fangen sie an zu reden und der Team versteht sie mega gut. Er erzählt ihr, dass es ihm ähnlich gegangen ist, bis er die Ausbildung als Sozialpädagoge HF gemacht hat. Auch er hat den Wunsch gehabt, mit Menschen zu arbeiten, zu helfen, etwas zu bewirken. Er erzählt ihr auch, dass er in der Ausbildung eine riesige persönliche Entwicklung durchgemacht hat, die ihm für vieles die Augen aufgemacht hat. Er erzählt von seinem Alltag, dass er einen Sinn sieht in dem, was er macht. Er ist so dankbar dafür, dass er etwas in dieser Welt verändern kann. So redet es bis tief in die Nacht. Und die Zeit vergeht, ohne dass Jenny es merkt. Was sie gehört hat über die Ausbildung als Sozialpädagogin HF, lässt ihr keine Ruhe. Und als Jenny daheim ist, kann sie nicht einschlafen, weil sie so viel darüber nachdenkt. Also geht sie googlen und sie findet ausbildung-weiterbildung.ch mit umfangreichen Infos über die Ausbildung in Sozialpädagogik. Sogar einen Ratgeber über den Quereinstieg ins Sozialwesen. Sie findet heraus, dass sie mit ihrer Grundbildung schon eine der Voraussetzungen erfüllt. Die 800 Stunden Praktikum erschrecken sie im ersten Moment. Aber sie sieht, dass man das auch in Teilzeit absolvieren kann. So können sie nebenbei gleich noch in ihrem jetzigen Job bleiben. Wenn sie an einen Vertrag denkt für die Ausbildungsstelle, das Aufnahmeverfahren oder die Beurteilung der Berufseignung, wird sie gerade wieder unsicher. Aber sie erinnert sich daran, dass der Team gesagt hat, dass es machbar ist. Er hat es ja auch geschafft. Es lässt sie nicht mehr los. Sie schaut darum noch die Facts zu der Sozialpädagogik-Ausbildung an. Die Ausbildung geht 3 bis 4 Jahre. Wir arbeiten aber nebenbei 50-60% schon im Beruf. So kann man auch schon verdienen. Die Ausbildung wird im Blended Learning angeboten. So kann sie auch von daheim aus oder in Pausen lernen. Die Kosten der Ausbildung sind moderat und sie können sogar Stipendien beantragen. Der Abschluss ist das eidgenössische Diplom von der höheren Fachschule als Sozialpädagogin, was gleichzeitig ein Sprungbrett an die Fachhochschule wäre. Das ist jetzt alles ein paar Jahre her. Heute ist Jenny glückliche Sozialpädagogin und arbeitet in einem Kinderheim. Die Kinder lieben sie und sie liebt ihren Job. Und du?